Moin, hallo und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier und heute mit ein paar Tipps, wie ihr die Wallbanks machen könnt für die LMGs zum Beispiel. So habe ich es gemacht. Ich habe es auf zwei Maps versucht. Einmal war es Terminal und das andere Mal Scrapyard. Zu Terminal muss man sagen, es ging, es funktioniert auch, allerdings war es etwas frustrierend, da die Map weniger schlauchförmig ist und man von praktisch allen Seiten einen aufs Maul bekommen kann. Auf Scrapyard ist es wesentlich besser, dann kannst du eigentlich nur von hinten oder von vorne erschossen werden, je nachdem. Und ja, alles Gute ist halt aber trotzdem nicht beisammen, denn Terminal können wir uns aussuchen, Scrapyard nicht. Scrapyard kommt zufällig, wenn ihr Glück habt. Ich hatte zweimal das Glück, dass Scrapyard kurz hintereinander kam. Und Terminal könnt ihr ja immer 24/7 aktuell spielen. Habt ihr bei Terminal Herrschaft, könnt ihr euch im Flugzeug platzieren und in Richtung B schießen, wenn der Gegner zum Beispiel B wieder erobern möchte. Ist halt günstig, wenn ihr B in Besitz nehmt und der Gegner das wieder zurückholen möchte, schießt aus dem Flugzeug durch die Fenster auf ihn. Das funktioniert allerdings wirklich nur, wenn die Fenster noch drin sind. Nein, das Fenster war noch nicht ganz kaputt, Alter. Und ansonsten müsst ihr den Gegner markieren und durch die Flugzeugwand versuchen, ihn zu treffen. Keiner da. So. Schon mal zwei Wandknalle abgeliefert. Wesley Snipes am Start. Wandknall! Ah, hier oben. Da oben habe ich noch durchgeschossen. Wandknall. Yeah. Wir haben's. Habt ihr Stellung, könnt ihr außerhalb des Flugzeuges sein, in der Halle zum Beispiel oder vor dem Flugzeug stehen und durch die Wand durchschießen, durch die Flugzeugwand, ist natürlich immer ein bisschen mit Glück verbunden, dass ihr auch trefft. Mit dem LMG soll es kein Problem sein. Ihr könnt da durch die Wand reinrauchen und vielleicht mit Glück einen oder zwei Leute wegmetern. Naja, geht doch wie Spritze backen. Das meine ich, weißt du? Das wenn hier schön. Was rennst du mir auch in die Knochen? Machst du das? Ja. Hab ich wo hast du hingeschossen? Na, aufs Flugzeug natürlich. Darum, wie gesagt, war auch stellenweise sehr, sehr frustrierend auf Terminal. Den besten Spot für mich persönlich fand ich auf Scrapyard. Hier haben wir, wie es in der Abbildung zu sehen ist, im Bereich Nummer 4, also in dieser Halle, gibt es ja zwei kleine Maschendrahtzäune. Je nachdem, wo vom Mond der Feind kommt oder kommen kann, könnt ihr euch positionieren. Hier in der Abbildung sehen wir zum Beispiel, dass die Gegner aus dem kleineren Bereich kommen, also positionieren wir uns in der Halle hinter dem Zaun. Auf der anderen Abbildung sehen wir, dass der Gegner aus dem größeren Bereich kommt. Also positionieren wir uns außerhalb der Halle in der linken Ecke an der Wand, hinter so einer Mülltonne oder was das ist, und schießen durch die kleine Lücke. Funktioniert alles wunderbar. Noch ein kleiner Tipp, wie ihr das einschätzen könnt. Guckt, wo sich die blauen Punkte eurer Mitstreiter befinden. Sind sie mehr im großen Bereich, könnt ihr erwarten, dass der Gegner aus dem kleinen Bereich kommt. Sind eure Mates mehr im kleinen Bereich, kommt der Gegner höchstwahrscheinlich aus dem größeren Bereich. Also es ist auf Scrapyard relativ gut geregelt sozusagen, dass es immer wie eine Art Wellen von links nach rechts rüber schwappt. Je nachdem müsst ihr euch positionieren.
Hinter dir! Und können das eigentlich relativ easy machen. Also es ging wirklich wie das Brezelbacken, die Wallbangs. Achtet auch darauf, dass ihr nicht unbedingt durch so eine Masche durchschießt am Zaun. Dann ist es kein Wallbang. Müsst immer ein bisschen Zaun mit erwischen. Ist aber eigentlich kein Problem. Ich habe mich da jetzt nicht großartig konzentrieren müssen. Das ist praktisch eigentlich ein Selbstläufer. Noch ein Tipp. Ich habe es im Hardcore-Modus gemacht. Geht relativ easy. Da vermeidet ihr auch die ewigen langen Schießereien und riskiert nicht, dass euch der Gegner eventuell sogar noch erschießt oder dass einer seiner Mates euch von hinten oder so erschießt oder sich noch einmischt und euch umlegt. Hardcore rein, zack, das Ding durchballern. Fertig, hat sich da lag. Ganz easy, wunderbar. So, ich danke euch fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo oder Like da, würde ich mich riesig freuen. Und ansonsten zieht euch gerne meine anderen Videos noch rein, die sind weniger informativ, dafür hoffentlich unterhaltsam und lustig. Man kann auch mit MW3 durchaus Spaß haben und ich hoffe, dem einen oder anderen zaubere ich ein Schmunzeln mit den Videos auf die Lippen. Sind ein bisschen so locker, ja. Es geht nicht darum, hier der Beste zu sein. Das war nie meine Intention, also meine Absicht. Einfach Spaß haben. Was ich gut finde, sind die Waffentrennungen freispielen. Ich finde es ziemlich herausfordernd, muss ich ehrlich sagen, gerade dass die Camos für die MPs freizuspielen. Ist, glaube ich, wenn ich mich erinnere an Black Ops, ist es schon jetzt wesentlich knackiger, finde ich. Ja, Dark Matter habe ich damals relativ easy gemacht, ja. Und jetzt hast du schon, boah, zu rudern, aber es ist auch okay so. So, wie gesagt, ich danke euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns bis dahin. Euer Sensus. Tschüss.